Dann können wir jetzt hier raus. Und in die nächste Ebene, wo es dann die meisten Bilder gibt. Wahrscheinlich ist das auch die größte Ebene. Da gibt es nämlich fast alle. Hier sollte es 3 geben. Und dann beim nächsten 1. Und dann Finale. Ho, ho, ho. Hihi, haha. So sieht's aus. Ich kann nämlich da hochkommen. Gucken, dass hier keine Gegner sind, obwohl ich jetzt eigentlich full life bin. 4 Stück. Wir haben 1 schon von vorhin. Hier ist irgendwas. Zum Anvisieren. Vielleicht seht ihr das. Was denn? Komm ich hier rein? Ich kann hier rein. Ein Pon. Kein Bild, ein Pon. Okay. Okay, das zu bekommen ist relativ easy. Zack. Ding. Okay, schauen wir uns mal ein bisschen um. Wow. Knabe Sache. Also Platforming ist manchmal ein bisschen zu schwer in diesem Spiel. Einfach weil du keine Ahnung hast, wo du gerade bist. Deshalb meine ich auch manchmal, oh, es sollte bei mir 3D-Spiel sein. Da kann ich zumindest sehen, wo ich lande. da will ich lang. Da will ich lang. Aber hast du vielleicht noch was Schönes für mich? Nein. Schade. Na gut. Mhm. Oh, don't screw me over, Junge. Was sollte das denn, ey? Das war nicht nett. Nicht nett. No, no, no. Oh, no, no. Oh, no, no. Wow. Wow. Da ist was ich kaputt machen will. Shit. Okay. Neuer Versuch. Und zwar, da aufzukommen. Jetzt. Jetzt aus dem Weg. Bumm. Ein Pon. Wir haben ihn. Wir haben alle 4. Aber wir haben noch nicht alles. Ah, ne, hier ist noch eins. Ein 5. Okay. Wir uns fehlen noch 2 Bilder und dann können wir fliehen. Nur ist die Frage, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Hilfst du mir dabei? Yep. Aufgepasst! Junge! Mein Gott! Was soll das? Ja, okay. Das ist halt eine weitere Steely-Billy-Cat. Okay, soll sie doch. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Frieden, Mann. Da ist noch ein Weg. Okay, hier waren wir noch nicht. Da ist ein... Oh, aua, 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 aua. Okay. Da ist noch ein Tintenfisch. Und ich glaube, das wird nicht easy, dann vorbeizukommen. Fragt mich nicht, woher ich das weiß. Aber ein Treffer von dem und dann nahe ich schon meinem Toten da sein. Ja, klar. Okay, haben wir. Aber es war wieder nur ein Pin. Da ist ein Bild. Boah, böse. Eins noch. Und jetzt. Oh, Dankeschön. Hallo? Okay. ein Bild noch. Irgendwo hinter den Kulissen, so wie das Ding gerade. Wird safe sein. Oh! Könnte es hier sein? Bumm. Nein. Doch, hier hinten. Let's go! Oh Gott, das Level ist doch viel, viel länger als gedacht. Aber was soll's? Dann habt ihr aber wieder eine längere Folge. Oh, oder ich mach daraus eine neue Folge, ganz ehrlich. Ich weiß es gar nicht mehr. Okay. Letztes Hindernis. Diese Lava-Parcours-Welt hier. Und aufpassen. Hallo, hallo! Okay. Das ist ein Bild, das letzte. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch den Ausgang suchen. Ich habe ihn gefunden. Nee, eins brauchen wir noch. Ah, ein Pin brauchen wir noch. Okay. Auf die Suche. Boing. Boinger, boinger. Ja, moinger. Was geht denn hier ab? Und schnell weg. Wie komme ich da durch? Durch das Feuer. Ich weiß es ehrlich nicht. Was zum...
Ernsthaft? Was? Aber vorhin habe ich doch auch nur einen Damage be... Nein! Ich bin raus. So, das hat viel zu lange gedauert. Aber ich habe jetzt alles wieder nachgesammelt und bin jetzt nur wieder hier. Und wo sind wir überhaupt lang gegangen? Ich glaube, wir sind hier lang gegangen, oder? Wir können auf jeden Fall lang gehen und ich passe jetzt besser auf. Ich habe 3 Leben jetzt diesmal. Ich glaube, vorhin oder halt beim letzten Mal schon ein bisschen was her. Hatte ich, glaube ich, nur 2 oder so. Ich glaube, 2 Leben hatte ich da. Genau, hier ist das letzte Bild. Das heißt, jetzt müssen wir eigentlich nur noch einen einzigen Pon finden. Und der Rest ist mir da eigentlich, um ehrlich zu sein, ziemlich egal, ob wir dann noch irgendwas finden oder nicht. Weil da können wir nicht hier raus. Und das ist wirklich, wie gesagt, bisher das schlimmste Level im Spiel. Zumindest für mich. Und da ist ein Herz. Oh, sehr schön. Ja, wir gehen hier gerade einen anderen Weg, ne? Da hinten ist auch noch was. Ah ne, da sind wir lang gegangen, da sind wir lang gegangen. Kann ich hier lang gehen? Ja, das Herz lasse ich mal da, aber ich habe doch jetzt 4 Herzen, oder? Habe ich 4 Herzen? Ja, ich habe 4 Herzen. Okay, gehen wir mal hier lang. Okay, rüberspringen. Ich bin überfordert, ich bin überfordert. Mist. Das ist verdammt schwer. Das ist echt verdammt schwer. Und dann ist es auch noch das letzte Level. Der letzte Bereich. Und wenn ich jetzt sterben sollte, dann muss ich alles neu machen. Und warum gehe ich eigentlich lang? Das ist irgendwie gefühlt schwerer. Ja, gefühlt war das jetzt schwerer. Ah, das ist so, ich muss halt 1 einsammeln. Das ist halt echt mega doof. Warte mal, ist hier oben vielleicht noch eins? Ein einfacheres. Vielleicht? Hier darf ich stehen? Ja, darf ich stehen, ja. Herz, vielen, vielen Dank. Okay, es gibt 3 verschiedene, die ich machen kann. Das habe ich ja schon mal versucht. Das habe ich jetzt gerade versucht. Und, machen wir das hier mal. Damit wir alles gesehen haben. Okay, ich verstehe schon. Verdammt! Wo bin ich überhaupt? Hä? Wo bin ich? Aber ich keine Ahnung, wo ich bin, soll ich nicht sterben. Ich schätze, ich kletter mal hoch. Ja, die zeigen auch hier nach oben. Ach so, oh, ich bin hier. Okay. Das ist halt das Problem mit dem Quickswap. Manchmal hat man keine Ahnung, was man eigentlich gerade ausgerüstet hat. Ich weiß nicht, ob das nur ich so habe oder ob ihr das auch kennt, wenn ihr das Spiel schon mal gespielt habt, aber auf jeden Fall habe ich das Problem. Und ja, warum mache ich es einfach von hier? Das war viel zu knapp. Falscher Knopf gedrückt, ich bin übelst nervös, weil wenn ich jetzt sterbe, dann bin ich wieder im Rage-Modus und spiele schon wieder die nächsten Tage nicht mehr. Das will ich nicht nochmal passieren lassen. Ja. Ist okay? Okay, einfach nur die ganze Zeit springen. Damit ich nicht runterfall. Und jetzt rüber. Und jetzt rüber. Und jetzt hier rüber und springen. Und springen. Und hoch. Oh mein Gott, ich hab's. Das ist der sweet, sweet Sound von Erlösung. Oh, die anderen beiden sind mir so egal. Sind mir so egal, Mann. Ich gehe jetzt ins Ziel. Wo ist denn das schöne, schöne Ziel? Ist es nicht hier unten? Ja, da unten ist es. Ich hab alles 9 von 9. Genau. Wir müssen nie wieder durch. Let's go. Oh, Junge. Oh, ich musste nur kurz nachschauen, ob ich auch wirklich aufnehme, weil das hätte ich nicht nochmal gemacht. Wirklich nicht. Bonk. Und bonk. Und bonk. Ups. Wollte doch gar nicht einsammeln. Egal. Alles ist weg. Wow. Hoffe, die neuen Bilder waren es das wert. Schauen wir uns mal die Story an. Lost at Sea. Ja, die braune Robbe war mal in der Bootsfahrtschule, wortwörtlich, wurde beigebracht, wie man ein Boot fährt. Und dann hat er graduated, er hat Ausbildung gemacht und hat sich gedacht, mit seinem Lehrmeister,
Kann der Super Simon machen? Keine Ahnung, was das heißt. Okay, das verstehe ich nicht so ganz, aber ja. Er hat dann angefangen, einfach irgendwelche random Robben einzustellen, damit er halt ein paar Leute hat. Doch dann hat er gemerkt, dass die Robben nur noch Chaos machen. Mann, alles nur noch schlimmer, alles falsch. Jahre später, ja, träumt er davon, dass er mit seinem Lehrmeister endlich mal ein richtiges Schiff hat. Und da unten sieht es aus, würde er ihm gerade einen Smash einladen wollen. Der Dude bekommt einen... Oh. Der Dude wacht auf nach diesem schönen Traum und muss erfahren, dass sein Lehrmeister gestorben ist. Und von dort aus ist sein Leben nur noch langweilig. Raucht die ganze Zeit, hat so einen freaking riesigen Bierbauch und seine Crew ist einfach komplett am Arsch. Der Arme. Wir sind die Bilder nicht so nett. Nicht so toll. Was ist das denn? Nee, komm, ich will was anderes. Ja, was anderes, das ist gruselig. Ich will das nicht. Ja, okay, ich nehm's ja schon, meine Güte. Was soll das denn überhaupt darstellen? Ich hab keine Ahnung, okay. Schauen wir uns das an. Nieder mit den Mafias. Ha? Na gut, boah. Was zum... Also die Maske finde ich persönlich echt ugly. Da nehme ich lieber die Bunny-Maske. Die ist zumindest noch süß, mehr oder weniger. Okay, haben wir das auch endlich mal abgeschlossen und machen direkt weiter. Bonk! Mit Akt 2 unter Wasserdruck. Nicht unter Druck und nicht unter Wasser, sondern unter Wasserdruck. Scheinbar müssen wir jetzt wirklich kellnern. Wir haben aber in Akt 1 schon ein bisschen gekellnert. Ein bisschen halt die Tische aufgeräumt und so. Ich glaube, hier wird das einfach nur ein bisschen mehr davon. Habe ich das Gefühl. Werden sehen. Ich sehe da oben diesen gelben Dude auf der Platte. Auch lustig. Found lost. Lots of stuff. So, unser Hourglass ist dort. Okay, wo müssen wir hin? Ich denke mal, wir müssen zu dem Braunen. Zu der Braunrobbe. Keine Ahnung, wie der Name ist. Want in the lost and found? Yeah. The captain lets us pick something from it if we work very, very hard. Maybe you could help. Aha. Also im Lost and Found ist unsere Zeit unsere nächste. Aber Captain sagt, da darf man nur was rausnehmen, wenn man sehr, sehr anstrengend und fleißig vor allem gearbeitet hat. Und das sind Robben, die können das nicht. Also müssen wir das jetzt für sie tun. Okay, ich frage ihn einfach very, very nicely, ob ich da für ihn arbeiten darf, damit ich dann fleißig genug gearbeitet habe, um mir was dort zu nehmen. Nur muss ich jetzt erstmal rausfinden, wie ich zu ihm hinkomme. Ich glaube, hier bin ich auf dem richtigen Wege. Right? Hier vielleicht? Ich glaube, das hier ist der richtige Weg. Boah, habe ich mich richtig erinnert. Krass. Ja, nice. Wir reden mit ihm reden. What's that, Pop? You want to help out? Mm-hmm. Sure. Maybe something'll get done around this mess of a boat for once. It'd be a first. All right. You'll need to deliver drinks, some food, and a few other things. And do it quickly, Pop. Oh, and there are some other jobs that'll need doing. So pay attention. Are you ready to start? Aber hallo. Good. You can start by getting rid of some of these boxes for me. It's starting to get messy in here. Okay, aufräumen. Und das schnell. Wir müssen schnell aufräumen. Wir müssen das Essensreste, die ganzen Boxen wegräumen. Wohin? Hm? Hier runter? Die Pfeile zeigen mich so ein bisschen in die Richtung. Ja. Ich denke, hier runter ist schon mal richtig. Und dann in die Küche? Ja. Tschum. Okay, was ist die nächste Quest? Wir haben immer so einen Pfeil, der uns irgendwo hin zeigt. Das finde ich sehr gut. Das ist nämlich sehr nützlich. Ah, schnell, bevor es Feuer wird. Hier ist das nächste, okay. Das soll wohin? Hier rein. Ah, nein, ich muss noch mehr einsammeln. Und das dann wohin bringen? Hier, für euch. Bitteschön. Und wer wird noch was? Wer wird noch was? Weiß ich nicht. Ich muss das auf jeden Fall hier noch reinkriegen. Oh, ach, Mann.
aus Boden haben, ist echt nicht leicht. Ich muss da hoch. Komm ich da hoch? Von hier aus. Muss ich es doch schaffen. Hier hochklettern. Miau, miau. So. 6 Meter über mir. Hier. Mit dem Ding kann ich da bestimmt schnell hoch. Boing. Boah, der Stress, der Stress. Wir sind 2 Sachen. Okay. Nehmen wir beides direkt. Okay, okay, okay. Hab beides. Ich muss es darüber bringen. Wie zum Teufel bringe ich es hier rüber? Ah. Kein Problem. Mache ich doch gerne. Liebend, liebend gerne. Okay, da hinten ist noch ein bisschen Essen, was wir bringen müssen. Muss ich beeilen, sonst wird das Essen kalt. Wo muss ich lang? Hä, wieso sagt er? Okay, ich folge ihm jetzt einfach. Aus irgendeinem Grund zeigt er, ich muss hier hoch. Wo sind die Pfeile? Oh Gott, oh Gott. Ich gehe da lang, da wo ich eigentlich lang wollte. Oh Gott, hier darf ich mich nicht treffen lassen. Bin ich falsch? Nee, ich bin hier richtig, ich bin hier richtig, dachte ich mir schon. Okay, okay, wer braucht das, wer braucht das? Was? Hier rein? Nein, doch. Hä? What? Ich habe das Gefühl, ich bin komplett falsch. Meine Aufgabe ist gleich vorbei. Da hoch? Hä? Wie zum Teufel soll ich da hochkommen? Vor allem in der Zeit. Oh Gott. Ich glaube, ich muss es neu starten. Obwohl, warte. Ist es hier oben? Habe ich es jetzt doch gefunden? Ich bin wieder hier. Das ist nicht dein Ernst. Okay, dann ist es doch hier oben. Der Pfeil zeigt hier lang. Warum ist jetzt der Pfeil auf einmal wieder da? Okay, egal. Ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Ich bin nicht. Mach mal bitte frei, ich sehe nichts. Danke. Hier rein? Ja. Bitteschön. Das Essen! Das Essen! Ich sehe nichts. Hoch da, hoch da, hoch da. Ich sehe nichts. Oh Gott, das Essen ist vorbei. Das Essen ist hinüber. Ich hab's. Ich hab's. Yo. Oh mein Gott, habt ihr gesehen, wie knapp das war? Knapper hätte es nicht gehen können. Ist schon ein bisschen kalt, sorry, aber ich hab's zu tun. Tut mir leid. Kein nichts für. Okay. Wo lang? Hä, wo lang? Hier lang? Hier runter. Okay, 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 okay. Dann wo? Aua! Aua. Hier hoch. Das mitnehmen, das mitnehmen, mitnehmen. Kannst du das nicht mitnehmen? Hä? Muss ich da drauf landen? Hier drauf? Ja. Einfach 1 Meter weiterbringen. Kein Problem. Mhm. 9 von 18 haben wir. Oh, Junge. Oh, Junge. Das kann noch was werden. Oh, Mann. Wo muss ich damit hin? Da oben? Wo dort oben? Was sagt denn der goldene Pfeil? Der ist nicht mehr da. Okay, dann muss ich einfach raten. Gut, ich rate, dass ich wieder hier lang soll. Immer erstmal das Goldene machen, weil das Goldene ist das, was ich gerade in der Hand habe immer. Glaube ich, meine ich. Ja. Meine ich und wäre ich mir auch ziemlich sicher, dass es tatsächlich so wäre. Genau. Ah, an den Dingern kann ich mich hochklettern. Da wo die Pfoten sind, da kann ich hochklettern, ohne dass ich wirklich klettern muss. Okay, was auch immer. Ohne dass ich halt was von meiner Hand weglegen muss. Wie komme ich am besten irgendwo hin? Hier lang. Ist alles schon fast ausgelaufen. Die Wäsche! Oh Gott, was? Was ist denn da oben jetzt los? Ich bin überfordert. Ich bin übelst überfordert. Das hatte ich doch schon. Wieso muss ich das erneut machen? Und wohin? Was zum... Oh Gott. Was? Was muss ich machen? Die Wäsche. Wo ist die? Die ist hier unten. Irgendwo. Meine ich. Da. Okay, ich kann klettern damit. Okay, keine Ahnung, was das dann heißt. Okay. Vorsicht, jemand trägt, dass du wackeliger wird. Oh nein.
Sorry, nicht unterfallen. Okay, danke. Hier, bitteschön. Hier hoch. Okay, gut, gut, gut. Der führt mich weg. Und er sagt, ich soll hier lang. Okay, hat geklappt. Was? Wieso? Hier nach oben? Oder wohin? Ah! Das ist ein Albtraum! Ich folge erstmal dem Fall hier. Der ist gerade am nächsten. Den Sprung schaffe ich nicht, Bruder. Was erwartest du von mir? Ich geh mal hier lang. Weil hier ist auch nochmal was. Oh Gott. Oh Gott. Ich glaube. Na, jetzt schon sauber auf mich. Ich sehe nichts. Ah, das war von dir. Okay, okay, okay. Gut, 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 gut. Folgt dem goldenen Pfeil? Der will halt, wie gesagt, dass ich darüber gehe. Den Sprung schaffe ich nicht. Doch, schaffe ich. Okay, sorry. Meine Schuld. Natürlich schaffe ich den Sprung. Warum soll ich den nicht schaffen? Hier hoch. Ja. Hier hoch. Du wartest schon so lange. Ich hab's hier für dich. Oder nicht? Hä? Was? Was denn? Oh, da, okay. Ich verpasse gerade super viele. Und der ist schon super sauer auf mich. Ich hoffe, ich kann es überhaupt noch schaffen. War ich hier nicht vorhin, literally? Oh, bitte schaffe ich das noch. Ich gehe den ganzen Weg gerade extra für das Ding hin. Bitte. Bro, ernsthaft? Ein Meter davor? Er ist richtig wütend. Ich sehe halt nichts. Die Kamera ist so blöd in diesem Spiel. Das regt mich auch schon richtig auf wieder. Okay. Irgendwas mitnehmen. Irgendwas schnell mitnehmen, bevor er aufrastet. Er rastet aus. Wo gehe ich lang? Hier sollte ich nicht lang. Oh Gott, ich habe verloren. Ich weiß es jetzt schon. Ich habe verloren. Schau mal, wie sauer der ist. Und das nächste geht jetzt kaputt. Oder? Wo ist es denn? Na, nee. Kaputt. Oh mein Gott. Er schreit mich schon an. Ich werde gefeuert. Ich werde gleich gefeuert. Wie ist ein Kind? Ich hab das Kind. Wo soll das hin? Das Kind soll hier lang. Okay. Attention, this is your captain speaking. You can stop now, pup. Come back to control, I guess. Oh Gott, jetzt wird mich feuern. Just like the seals, that's no good. You just made more of a mess, pup. Try again, or don't, whatever. Ich versuch's nochmal, aber ich schneide das für euch raus, glaube ich. Okay, versuchen wir's nochmal. Ihr Baby muss in den Kindergarten. Da. Okay. Das auch? Nee. Hä? Ich bin aus der Welt gefallen und bin jetzt hier wieder respawned. Ist das gut? Ist das schlecht? Ich kann es ehrlich nicht sagen. Ich bin wieder übelst überfordert. Oh, ich hasse diese Mission. Das ist so stressig. Alter, wo denn jetzt? Runter? Hoch? Der kann sich nicht entscheiden. Von da kam ich doch. Hallo, von hier komme ich doch gerade. Boah. So, das ist jetzt hier irgendwie mein 5. Versuch oder so. Ich glaube, mittlerweile habe ich sogar schon verstanden, wie ich das machen soll. Und zwar, wenn ich eine Mission, immer nur eine Mission annehme, außer es ist halt die gleiche Mission, nur halt zweimal hintereinander, dann ist es in Ordnung, das anzunehmen. Ansonsten immer nur einmal eine Mission annehmen, sonst wird es wirklich viel zu viel, glaubt mir. Und immer wenn ich was geschafft habe, geht die Leiste unten rechts ein bisschen weiter runter. Und das ist sehr, sehr hilfreich. Das ist im Kindergarten, das ist jetzt egal, das ist zu spät. Hier hinten, also die Symbole sagen immer, was für eine Mission das ist, nur kenne ich jetzt noch nicht alle Symbole auswendig. Ich weiß nur, hier drüben ist irgendwo, hier sind noch Missionen. Und zwar die Babys? Oder die Leute generell hier mitnehmen? Einer soll ins Kindergarten?
Der Kindergarten ist hier unten. Also auf dem Deck, unten. Ja, da vorne. Da ist so einer von den beiden hin. Und wenn man die ganze Zeit nur rennt, dann wird man merken, dass dein Charakter irgendwie alleine in eine Richtung rennt. Wo sollst du hin? Genau, dadurch, dass ich jetzt nur eine Mission habe, kann ich mich jetzt auf einen Fall konzentrieren. Ja, da hinten ist halt der Ort, wo ich hin soll. Der ist irgendwo unten. Irgendwo hinten und unten. Das heißt, ich fahre schon mal schnell lang. Wahrscheinlich soll ich hier lang. Ich folge jetzt mal hier nicht dem Fall. Ja, seht ihr? Nicht dem Fall folgen. Auch ein bisschen selber schauen. Dadurch sieht man nämlich, dass man hier lang viel schneller drankommt an dem, wo man jetzt hin soll. Und ja, so soll man es basically, glaube ich, machen. Da sind wir unten. Jetzt einfach durch die Tür hier. Den Tischen entlang und dann sind wir in der Küche. Achtung, Achtung. Tun weh. So, ich weiß nicht, warum ich den noch in der Hand habe. Vielleicht kommt er ja in die Küche, ich weiß nicht. So, aufpassen. Auch in der Nähe, wo man ist, kommen auch einfach so ständig irgendwelche neuen Missionen. Also man hat immer eine neue Mission, die man machen kann. Man ist nie leer. Denn zum Beispiel ist direkt nochmal ein Teller, den ich mitnehmen soll. Ein Baby. Der soll ins Kindergarten. Ich habe leider auch eine blöde Quest jetzt ausgewählt, ne? Okay. Wie komme ich da am besten hin? Ich glaube, ich habe es verkackt. Weil ich natürlich eine Quest ausgewählt habe, die ich nicht so gut kann. Ja. Und dann restartet man einfach. Ich würde nur mal sagen, das ist mein 8. Try oder so. Und ich bin nicht ansatzweise weitergekommen. 12 von 18 vielleicht ist weitergekommen, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, ich bin sehr überzeugt davon, dass man diese Mission nicht beim ersten Mal machen kann. Ihr müsst euch jedes einzelne Symbol hier merken, was ist, wo es ist, wie ihr am schnellsten dorthin kommt. Müsst ihr euch alles merken und nicht nur so ständig jetzt neu starten. Ich bin übelst frustriert. Ich habe gar keinen Bock mehr. Ich will dieses Spiel am liebsten 20 Jahre lang nicht mehr anfassen. So, ich habe die Quest jetzt wieder neu gestartet zum 11., 12. Mal oder so. Ich war so frustriert, ich habe mal online geguckt, ob irgendwelche Leute Tipps haben für mich. Übrigens, der Anfang ist immer gleich mit dem Essen. Ob Leute irgendwelche Tipps haben, ob irgendwie Leute es anders gemacht haben, als ich es getan habe. Und der Tipp, den ich gelesen habe, ist, dass man mit dem Zeitlupengut super viel Zeit haben soll, alles zu machen. Der soll wohl funktionieren, sage ich, basically. So, die meisten Orte kenne ich. Das Zeichen, die beiden Zeichen, die ich am wenigsten kann, ist diese eine Meerjungfrau-Statue. Und was war das andere? Das andere war... Okay, danke, Spiel. Das andere war... Aua. War der Kindergarten. Wow. Das ist mir auch noch nie passiert. Egal, ich versuche jetzt so oft ich kann, dass hier... da oben ist es, die Meerjungfrau. Ich weiß nicht, wie ich da hochkomme. Das ist irgendwie... Ja, wenn man Glück hat, ganz am Anfang, kann man auch die Pfeile sehen am Ende. Wirklich... Wenn du die Hälfte oder so hast, siehst du einfach gar keine Pfeile mehr. Dann musst du einfach, dann sagt dir das Spiel einfach, ja, du findest es schon heraus. Hier sind einfach überall Pfeile, falls du irgendeinen Weg gehen möchtest, aber den Weg, den wir dir zeigen, finde ich nirgendwo hin. Aber was, ich glaube, ich kann hier lang zu den, ja, ich glaube, hier geht es lang zu den Meerjungfrauen, oder? Ja, hier ist es tatsächlich. Okay, immer die Zeitlupe benutzen, wenn ich kann. So, ich versuch's jetzt, ich glaube, ich schaffe es, weil... Ja, am größten natürlich, neben dem Zeitdruck habe ich natürlich das größte Problem, ich habe einfach nicht gefunden, wo ich lang muss. Ich renne da 2 Minuten lang irgendwo hin und her und habe noch nichts erreicht. Das ist natürlich dann immer ein Problem. So, bis gleich. Das heißt, so ist es natürlich richtig lucky, wenn man 2 auf einmal hat. Aber das hat man selten. Wäsche? Nee, ist keine Wäsche. So seltsam. Ich denke, das ist Wäsche, aber das kommt tatsächlich dorthin, wo diese Meerjungfrau-Garten ist. Der ist irgendwo mittig. Das ist einfach ganz weit mittig. Ist so viel auf einmal, was ich machen kann. Ich gehe dahin, wo der nächste von mir ist. Oder wo ich zumindest weiß, wie ich direkt hinkomme. Ah, das ist das hier. Das ist lustig. Das habe ich schon mehrmals gesehen. Please pass these plain, uncoded messages along for me.
Okay. Ja. Haben wir es bekommen? Ja. Thank you for these ordinary letters, fellow passenger. Ordinary letters. Bestimmt nichts Komisches oder Falsches dran. Nein. Ganz sicher nicht. Okay, neuer Highscore. 14 von 18. Und er ist kaum sauer. Also das ist auf jeden Fall ein sehr guter Tipp. Einfach die ganze Zeit diese Zeitlupe benutzen. Ah, Mist. Aber wie gesagt, die letzten paar Dinger ist einfach das Schwierigste. Vor allem ab 12 wird es einfach extrem Hardcore-Mode eingestellt. Vor allem, das ist eigentlich Wäschesymbol. Nee, oder? Was ist das? Was ist mein Symbol? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall steht er 9, 8 Meter. Irgendwo ganz, ganz in der Nähe. Aber es ist dann doch irgendwie aus irgendeinem Grund weiter weg. Das habe ich so oft hier. Die Pfeile sind eine gute Idee, aber eine sehr katastrophale und schlechte Umsetzung. Ehrlich. Die helfen wirklich nicht. Oha, 15 von 18. Vielleicht schaffe ich das doch jetzt mit dem Hut. Guck mal, das ist das Problem. Ich habe sowieso irgendwas in der Hand. Da hinten sind so drei Dinger. Ich weiß nicht, wo das ist. Ist es der Waschraum? Was ist es? Nee, es ist nicht. Es ist nicht der Waschraum. Es sind die Dinger hier. Ah ja, okay. Batterien sind immer easy. Weil Batterien kommt immer... Also das kriegt er jetzt hier. Batterien kommt immer ganz unten hin. Zu der... Hier, zu der Krake. Krake ist hier unten. Da braucht man eigentlich den Hut für, außer du machst den Jump. Und dann kannst du dich von hier aus einfach weiter bewegen. Okay, eine Mission. Eine Mission. Oh mein Gott. Endlich. Schaffe ich's. Aber ohne Witz, ohne diesen Hut, glaube ich, hätte ich es nicht geschafft. Der wäre jetzt schon ausgerastet, schon längst. Okay, das, was ich in der Hand habe, soll ich noch abgeben irgendwo. Da hinten. Oh, ich bin durch! Oder? Wo ist das? Das ist direkt in der Nähe. Bin ich durch? Ja, ich bin durch. Schauen, wo ist er? Wo ist er? Hallo, hier. Oh, Minimum Shippable. You can stop now, Pop. Come back to control, I guess. Oh mein Gott. Ich kann nur jedem einzelnen von euch anraten. Die Pose. Nimmt diesen verdammten Hut. Ohne den könnt ihr das schaffen, aber das ist... Warum habe ich es nicht von Anfang an mit dem Hut gemacht? Hätte ich das gewusst, ich hätte mir so viel Frustration und Aggressivität gespart. So, Captain, ich bin durch. Well, looks like you actually cleaned up more mess than you made, Pop. That's more than most of the crew can manage. Ja. Help yourself to something from the lost and found. Nobody ever comes back for that stuff anyway. Hm. Na toll. Da-da-da-da. Yippie. Wo ist denn das? Ganz am Anfang, wo ich angefangen habe, oder wo ist das? Natürlich wieder den Dino-Hut, mit dem sind wir schneller dran. Der schnellste Weg dorthin von hier aus ist hier lang, also zumindest den Weg, den ich kenne. Hier lang. Ja, und dann von hier lang. Ja, genau. Von hier durch. Yippie! Leute, ich hoffe, euch hat's gefallen. Ihr müsst jetzt mal ausruhen. Das war zu viel für mich. Und ja. Du sagst nichts Neues. Nee. Schade. Hab ich gedacht. Und beim nächsten Mal gibt's dann hier das Finale.